Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 3, Kapitel 17. Der Sturm. Elf Jahre später. Es waren drei schreckliche Jahre gewesen. Drei Jahre der Dürre. Drei Jahre voll Hunger und Armut. England wurde in die Knie gezwungen. Nur unsere Mauern hatten uns vor den Banden der Outlaws gerettet, die Städte und Dörfer plünderten. Bischof Walleran und William Hamley zwangen die Bauleute, ihre Kathedrale in Shiring zu vollenden. Viele von ihnen starben. Die Arbeit an unserer eigenen Kathedrale war fast zum Stillstand gekommen. Vier Wochen lang hatte der Sturm angedauert. Dann gab unsere Kathedrale ihr letztes Geheimnis preis. Was in der Krypta hinter den Mauern versteckt alles ist? Alles sollte sich ändern. Ich bin gespannt. Tom! Ich sagte dir ja, dieser Anblick würde dir nicht gefallen. Sieht schlimm aus. Aber es ist nicht die Mauer, die mir Sorgen macht. Es ist gut, dass du die Bauleute während des Sturms heimgeschickt hast. Aber jetzt tu uns allen einen Gefallen und geh auch heim. Deine Kinder kriegen dich ja kaum noch zu Gesicht. Kinder? Tommy und Sally haben den ganzen Morgen nach dir gefragt. Aljena und Jacks Familie. Oh nein, wie süß. Jack und Alinas Familie 1154. Nach ihrer Warnung an Walleran, dass Kingsbridge von nun an geschützt sei, haben Richard und Jack viel Zeit in das Planen und Errichten von Wehranlagen investiert. Seitdem hat es William nicht wieder gewagt, die Stadt anzugreifen. Aljena, die ihr Gewerbe wieder aufgenommen hat, handelt hauptsächlich außerhalb der Grafschaft. Die Tuche, die sie verkauft, wurden in Kingsbridge hergestellt, wo Jack zwei Walkmühlen errichtet hat. Jack und Aljena haben zwei Kinder. Tommy ist schon 12 Jahre alt und seine kleine Schwester ist 9. Martha passt auf die beiden auf, während Jack und Aljena arbeiten. Einige Bewohner von Kingsbridge glauben, dass Martha und Richard ein Paar sind. Wenn das stimmt, dann halten sie ihr Geheimnis wohl gehütet. So. Gucken wir mal einer an. Du wirst dich hier oben noch umbringen. Dieser Riss unten muss durch den Sturm entstanden sein. Wenn der Sturm keine Ruhe gibt, habe ich auch keine. Meine Kathedrale war nie für eine solche Höhe geplant. Ich weiß. Ich habe die Wände verstärkt. Es kann nicht an der Höhe liegen. Was wurde denn sonst noch beschädigt? Ich würde ja selbst nachsehen, aber weiter rüber komme ich bei dem Wetter nicht. Wenn deine Mutter wüsste, dass ich überhaupt hier bin, würde sie mich umbringen. Uns beide. Was? Sie würde uns beide umbringen. Die Ostwand bricht bald zusammen. Warum? Woran könnte das liegen? Die Ostwand bricht bald zusammen. Warum? Woran könnte das liegen? Ich habe keine Ahnung. Werkzeug? Das haben wir schon mal einkassiert. Okay. Sei vorsichtig! Okay. Wenn wir den Grund für den Riss im Mauerwerk nicht finden, wird die ganze Ostmauer einbrechen. Der Sturm macht es nur schlimmer. Du hast recht. Was ist mit Aliena? Sie sollte jetzt auf dem Rückweg von Winchester sein. Wird sie da draußen zurechtkommen? Ich hoffe es. Gewölbe?
Wir gucken uns alles an. Das Gewölbe ist gerissen. Mhm. Nein, ich will nicht noch mehr Steine rausbrechen. Okay. Das Dach sieht gut aus. Jetzt ist nicht die Zeit, das zu reparieren. Okay, was könnte ich denn machen? Jetzt muss ich rausfinden, was der Grund dafür ist. Du glaubst, der Grund für das Problem liegt hier oben? Also, die Wand hat hier oben angefangen zu bröckeln. Ob es am Sturm liegt? Kann sein. Aber wie du sagtest, hattest du die Mauern verstärkt. Irgendwas stimmt nicht. Und da wir jetzt hier oben sind, sehen wir uns erstmal hier um. Ja, dann vielleicht hier? Wenn ich den Riss erweitere, wissen wir wenigstens, woran es liegt. Okay. Da hast du vermutlich recht. Oh. Wäre einfacher ohne den ganzen Sand. Ja. Na gut. Noch einmal. Ah, mein. Fast. Verdammt. Alles in Ordnung? Ich glaube, ich werde alt. Ich weiß, wie das ist. Ich auch. Und? Tut sich was? Wenn das Gewölbe instabil wäre, hätte dieser Teil einstürzen und die Mauer nachgeben müssen. Also liegt der Grund für unser Problem nicht hier oben? Nein. Als wir vor 17 Jahren die Ostmauer errichtet hatten, gab es auch einen Riss. Ganz gleich, was wir machten, er kam immer wieder zurück. Hm. Erinnerst du dich? Ja. Hat das was mit dem... Ich kann mich erinnern. Was hat's zu tun? Aber das ist nicht dieselbe Mauer. Wir haben sie erneuert. Trotzdem, könnte der Grund nicht in beiden Fällen derselbe sein? Na, vielleicht. Ich hab mal, das wird wahrscheinlich jetzt nicht der Grund sein, aber ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, dass auch das bei ist, also wenn unterirdisch irgendwie Wasser fließt oder sowas, dann kann man darauf auch nichts bauen, weil das wohl immer in Bewegung ist, also auf den Boden halt, und irgendwie das könnte auch Risse im Fundament verursachen. Aber ja, mal gucken. Der Boden, die Krypta, ich bin der Boden. Ich mach mal so. Der Boden ist überall gleich. Okay, also... Aber er war noch nie so trocken. Hm. Wir hatten kein Problem mit den anderen Wänden. Das ist wahr. Vielleicht ist er ein Teil des Problems, aber da muss noch was anderes sein. Okay, dann würde ich sagen, es sind wahrscheinlich dann... Ist es die Krypta. Ich versuch's mal. Die Krypta! Ich habe das Fundament dort so gelassen, wie es war. Aber es hatte vorher nie so viel Gewicht zu tragen. Du hast recht. Wenn der Grund unseres Problems dort liegt, werden wir es rausfinden. Geh du vor. Brauchst du keine Hilfe? Ach, ich schaff das schon. Sag's nur nicht deiner Mutter. Bist du sicher? Jetzt geh. Ich weiß, du brennst darauf, da unten nachzusehen. Du doch auch. Ich schau mich nur kurz um und warte dann auf dich. Sie waren außer sich. Bischof Henry meint, der Papst sollte erfahren, was du geschrieben hast. Warum auch nicht? Ich würde mich geehrt fühlen, wenn er mein Buch liest. Philipp, ich mache mir Sorgen um dich. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Jonathan. Es ist nur ein Buch. Das Problem ist, dass die Leute deine Predigten lieben und was du geschrieben hast, auch wenn die meisten nicht lesen können. Das Buch wird in Klöstern in ganz England kopiert. Ist das nicht etwas Gutes, wenn unsere Botschaft den Menschen Hoffnung gibt?
In dunklen Zeiten kann Hoffnung eine mächtige Kraft sein. Das ist wohl wahr. Doch ich fürchte, die Bischöfe könnten dies als Angriff auf ihre eigene Macht ansehen. Na, glaubst du das? Untersuchen. Okay. Die göttliche Seele. 1148 von Philipp verfasstes Buch. In seinem Text postuliert Philipp, dass jeder Mensch einen göttlichen Funken in sich trägt, da ein jeder von Gott erschaffen worden ist. Auch wenn es uns erscheinen mag, als ob Gott uns allein gelassen hat, so sind wir Gott doch immer näher als allem anderen. Denn auch unsere Seele ist göttlicher Natur. Dies bedeutet, dass der Mensch nicht auf Erlösung von außen hoffen muss, sondern selbst die Welt zum Besseren verändern kann. Wir können einen Samen pflanzen und Gott wird ihn wachsen lassen. Philipp Das hoffnungslose Botschaft findet überall in England und sogar in Europa Gehör, aber die Kirche nimmt den Text sehr kritisch auf. Während Philipp in seinem ersten Buch nur falsche Wunder kritisiert hat, scheint er nun anzudeuten, dass alle Menschen gleich sind und die Kirchenmänner Gott nicht näher stehen als einfache Menschen. Was auch irgendwie stimmt. Ne? Ich möchte, also, ne? Wie viele kriegen wir denn noch? Oh, wir kriegen nur einen. Nee, doch nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Dinger kriegen wir noch, okay. Baum. Wir könnten mal zu Philipp gehen. Okay, ich kann die so nicht ansprechen. Dann versuche ich es mal hiermit. Er wird froh sein, wenn ich das Problem lösen kann. Falls ich es lösen kann. Ich werde es Ihnen später sagen. Okay, dann müssen wir wohl erstmal hier durch. Jack! Bist du etwa im Sturm auf die Kathedrale gestiegen? Keine Angst, Philipp. Der Sturm ist da oben nicht so schlimm. Jonathan, seid ihr und die anderen direkt aus Winchester gekommen? Ja. Was ist mit Aliena? Sie wollte noch auf dem Wollmarkt bleiben. Sie dürfte jetzt auf dem Weg sein. Mitten im Sturm? Wir hatten nicht erwartet, dass er wieder schlimmer wird. Das ist wahr. Ich bin mir sicher, es geht ihr gut. Ich muss weiter. Ich glaube, bald wissen wir, warum die Ostmauer instabil ist. Ja? Warum? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Antwort finden wir in der Krypta. Ich beeile mich besser, bevor es zu spät ist. Ja. Das heißt, wir müssen hier runter. Ich warte besser auf Tom. Ach so. Ich weiß, dass er nichts verpassen will. Ach so, ja, stimmt. Wir wollen ein bisschen länger. Irgendwas passiert. Nee, doch nicht. Jetzt sieht man es auch hier unten. Die ersten Risse zeigen sich. Das heißt, wir hatten recht. Der Grund für die Instabilität muss hier unten liegen. Der Boden. Könnte sein. Die Dürre könnte es verschlimmert haben. Finden wir es raus. Ja, aber das ist ja... Warum hat man das denn dann so gelassen? Das ist ja total blödsinnig. Sie bauen das ja im Prinzip auf die Krypta. Ja, und natürlich muss die Krypta auch so stark sein, dass sie das natürlich auch hält, das Gewicht. Also das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Das war mit Sicherheit vorher nicht da. Nein. Schlaumeier. Das weiß ich auch. Die Reliquie. Rashid hatte recht. Die Menschen wollen an Wunder glauben. Aber der Grund für die meisten, nach Kingsbridge zu kommen, sind jetzt Philipps Predigten. Er findet die richtigen Worte für sie. Er gibt ihnen Hoffnung. Okay, das ist ja sehr schön. So, wir haben hier Licht, wir haben hier das. Warte mal, könnte ich jetzt hier mit meinem Werkzeug arbeiten? Wenn trockener Sand dahinter liegt, dann wissen wir, dass es der Untergrund ist. Sei bloß vorsichtig, wenn du die Wand aufstemmst. Wenn es der Boden und das Fundament sind, könnte die ganze Mauer einstürzen. Geht doch. Aber was? Ich glaube, ich spüre Zugluft. Was? Ist ein Hohlraum? Nochmal das Ganze.
Oh, Mist. Ja. Kannst du gut genug sehen? Ja. Jack, pass auf! Ist schon gut. Was ist denn das? Ein Hohlraum? Oh mein Gott. Diese Steine, die wurden früher schon einmal entfernt. Bei den meisten von ihnen fehlt der Mörtel. Wer auch immer sie wieder eingefügt hat, hat sie nur oberflächlich verfugt, um zu verbergen, dass sie entfernt worden sind. Die Platte unten war ganz lose. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, es war ein Durchgang. Ein Durchgang? Wohin? Das werden wir herausfinden. Vorsichtig! Du hast die ganze Ostwand über deinem Kopf. Ach ja. Aua. Jack? Ich sag schon, aua. Hab mir nur den Kopf gestoßen. Es ist dunkel hier drin. Hier ist ein ganzer Raum. Eine Art Kammer. Was ist das? Ich hole eine Fackel. Nein, Philipp, ich hole sie. Warte hier. Ein Sarg? Oh mein Gott. Sand. Ist das ein Sarg? Nein. Überall liegt Sand. Das sieht aus wie Wasser. Wie so ein... Es ist ein Bett. Hä? Was? Hier drin ist ein Bett. Was? Jonathan, wir brauchen die Fackel. Ja, Jonathan. Bürste? Es ist aus Leder. Es ist eine Peitsche. Hä? Was macht sie hier? Das ist kein Holz. Es ist Metall. Vielleicht sogar Gold. Ich habe die Fackel. Ja, wäre schön, wenn ich sie mal kriege. Komm rein. Es sollte sicher sein. Ja. Habt ihr von diesem Ort gewusst? Nein. Ich hatte keine Ahnung. Diesen Kelch habe ich schon einmal gesehen. Ich war sehr jung. Es ist der Messkelch aus der Kathedrale von Kingsbridge. Den mein Vater angeblich gestohlen hatte. Oh! Cuthbert hat mir davon erzählt. Es heißt, er wurde gestohlen. Ja. Und eingeschmolzen. Ich weiß. Mutter hat es mir erzählt. Es heißt auch, mein Vater hätte das getan. Ist das wahr? Dann ist er also unschuldig. Sieht so aus. Und wer diesen Kelch versteckt hat, ist für seinen Tod verantwortlich. Sie haben ihn in Shiring gehängt. Als Dieb. Aber der Kelch war die ganze Zeit hier. Diese Geißel. Die Peitsche. Sie gehörte Prior James. Ich hatte Angst davor, als ich das erste Mal mit Francis und Abt Peter in Kingsbridge war. Schon der Anblick war mir unheimlich. James. Vielleicht war er das. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. In der Nacht des Brandes, in der Kathedrale. Als die alte Kathedrale abbrannte. Da war ein Mann im Feuer. Seine Schultern waren blutig. Als hätte er sich gegeißelt. Aber der... Du bist es. Mein Gott und den Teufel. Er sagte mir, er hätte gesündigt, dass er mir etwas angetan hätte. Vielleicht, weil ich aussah wie mein Vater. Also hat er gestanden, weil er deinen Vater des Diebstahls bezichtigt hat, obwohl der Kelch hier war. Aber du kannst James nicht gesehen haben. Genau, weil er tot war. James ist Wochen vor dem Feuer gestorben. Bist du sicher? Es heißt, seine Leiche wurde nie gefunden. Vielleicht hielt er sich hier versteckt. Vielleicht war deshalb das Bett hier.
Warte. Jack, du warst in der brennenden Kathedrale. Oh nein. Was hast du da gemacht? Gestehe nicht, dass du die Kathedrale angesteckt hast. Gestehe, die Kathedrale angesteckt zu haben. Ich gestehe es definitiv nicht. Nichts. Ich habe es Philipp nicht erzählt. Ich war nicht bereit zu bekennen, was ich getan hatte. Aber ich konnte den Zweifel in seinen Augen sehen. Prior James Geißel. Untersuchen. Prior James Geißel, gefunden von Philipp im Jahre 1154. Schon als Kind hatte Philipp Angst vor Prior James Geißel gehabt. Zum ersten Mal hatte er sie gesehen, als er und Abt Peter, der ihn zu Francis aufgezogen hatte, nachdem ihre Eltern ermordet worden waren, Kingsbridge besucht hatten. Was? Was? Den Satz muss ich jetzt nochmal lesen. Zum ersten Mal hatte er sie gesehen, als er und Abt Peter, der ihn und Francis aufgezogen hatte, nachdem ihre Eltern ermordet worden waren, Kingsbridge besucht hatten. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Einige Jahre später hatte James entschieden, dass Philip, der nunmehr zu einem jungen Mann herangewachsen war, die Waldzelle St. John in the Forest leiten sollte. Und jedes Mal, wenn Philip das Mutterhaus in Kingsbridge besuchte, fühlte er sich an jenen ersten Tag erinnert, an dem er James Geißel gesehen hatte. Abt Peter glaubte nicht an die Erlösung durch Schmerzen, doch James war der Überzeugung, dass nur die Selbstgeißelung das sündhafte Fleisch läutern kann. Ich habe letztens einen geilen Spruch gehört, fällt mir gerade ein. Und zwar, ich gucke ja ganz gerne die Serie Lucifer. Er sagte dann, zu der Polizistin sagte er dann so, da war er auch in der Kirche und dann meinte er so, sie wissen doch, welche Menschen zur Kirche gehen. Sünder. Ich fand den so gut und er hat ja recht, ne? Also irgendwie. Währenddessen in Castle weht ein Sturm. Ach, er, fett und hässlich. Hässlich war er schon immer. Was wollt ihr? Haltet ihr es für klug, euch in Zeiten wie diesen der Völlerei hinzugeben? Wenn euer Volk auf den Straßen von Shiring hungert? Spielt nicht den Heiligen. Ihr habt ihnen Wunder versprochen. Und lasst sie dafür zahlen. Aber eure Wunder sind nichts als leere Versprechen, oder? Die Wege des Herrn sind unergründlich. Meine Mutter kann nicht gehen. Ihr habt versagt. Also, was wollt ihr? Es geht um ein Buch. Wieder die Bibel. Nein. Philipp von Gwynedd hat es geschrieben. Ein Buch, das der Kirche missfällt. Bischof Henry ist außer sich. Das ist unsere Gelegenheit, William. Eure Gelegenheit, wollt ihr sagen. Wenn ihr Männer braucht, sprecht mit Walter oder Ugly. Mir egal. Ich hab eure verdammte Kirche gebaut. Mir reicht's. Es geht nicht nur um Philipp. Es geht um Aljena und ihre Familie. Erwähnt diesen Namen nicht in meiner Gegenwart. Aber habt ihr es nicht gehört? König Stefan und Mathildes Sohn haben ein Friedensabkommen unterzeichnet. Das interessiert mich nicht. Das sollte es aber. Ich sagte, mir reicht's. Jetzt geht und kommt nicht wieder, bis ich euch rufen lasse. Wo ist mein Weib? Sie ist noch nicht zurück. Dann holt mir eine Hure. Oh. Sofort. Das Ende des Krieges. Oh, jetzt kriegen wir aber hier die Dinger richtig, ne? Das Ende des Krieges und der Vertrag von Wellingford
1154. Nach über 15 Jahren Bürgerkrieg, dem Erbstreit zwischen Stefan und Mathilde, war England gespaltener denn je. Nach einer letzten Konfrontation in Wellingford einigten sich der Sohn von Kaiserin Mathilde, Heinrich II., und König Stefan auf einen Waffenstillstand. Ein Vertrag wurde bald darauf in Winchester und Westminster unterzeichnet. Laut Vertrag wird Stefan bis zu seinem Tode König bleiben, doch wird Heinrich II. Sein Thronfolger. Zudem werden alle Entscheidungen der Krone bezüglich Land- und Erbfolgen umgehend rückgängig gemacht. Es gilt nunmehr der Besitzanspruch und die Erbfolge aus der Zeit Heinrich I. Dies bedeutet, dass die Grafschaft Schiring an die Erben des Grafen Bartholomäus zurückfällt. All jena und ihr Bruder. Doch wer sollte es wagen, wer sollte es wagen, dies gegen William Hamley durchzusetzen? Ich bin das. Warte mal, gerade waren es noch 9, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt sind es immer noch 9. Okay, also können wir uns daran jetzt nicht irgendwie orientieren, weil wir haben ja schon... zwei Sachen dazu gekriegt und trotzdem sind es noch 9. Die waren es gerade auch nach dem Buch. Zur selben Zeit weit entfernt. Ach, Aljena. Genau, die war ja auf dem Weg zurück vom Wollmarkt. Ach du meine Güte. Was ein Sturm. Fahr das durch. Ich würde einfach mal weitergehen. Anstatt sie sich mal irgendwo unterstellt, ne? Hier, kann sie Schutz suchen im Haus. Kate will sie nicht, alles klar. Oh. Da schauen wir doch mal nach. Schönen guten Abend. Hat hier jemand geheult? Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich suche Unterschlupf. Ich war auf dem Weg vom Wollmarkt in Winchester nach Kingsbridge und wurde vom Sturm überrascht. Übel, nicht wahr? Ja, und es wird immer schlimmer. Danke für eure Gastfreundschaft. Wer hat da geheult? Da ist doch was. Bitte, ich brauche Hilfe. Ich geh nochmal raus. Da. Hallo? Da liegt doch ein Pferd. Oh, seid ihr verletzt? Ich kann mich nicht bewegen. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch rein. Ist das nicht... Ist das die Frau von dem William? Wir bleiben nur hier, bis der Sturm nachlässt. Wir werden euch nicht behelligen. Ich glaube, das interessiert da sowieso keinen. Ich heiße Aljena. Wie heißt ihr? Elizabeth. Ruht euch aus, Elizabeth.
Jetzt seid ihr in Sicherheit. Sie hat sie angeschleppt. Hätte sie besser sterben lassen. Hallo? Wir wären alle besser dran ohne Leute wie sie. Ich hoffe, der Sturm verschont eure Felder und Heime. Davon ist ohnehin nichts mehr übrig. Wir haben nur noch unser Leben. Und unsere Würde. Die hast du noch? Mir gefällt das nicht. Sie vermeidet Blickkontakt. Nur die Ruhe. Wir werden sehen, was passiert. Du solltest von hier verschwinden, sobald du kannst. Seid versichert, ich werde gehen, sobald der Sturm nachlässt. Ja gut, dann rede ich mit Elisabeth. Finde etwas, um sie zu wärmen. Was soll ich denn dann finden, ey? Ach, das Fleisch. Ist doch nichts. Oh, vielleicht kann ich weitergehen? Nö. Was macht sie denn jetzt? Wir haben nicht viel, aber immer genug für eine verlorene Seele. Sie verdient gar nichts. Nimm dir eine Schüssel und bedien dich. Keine Ahnung. Ich glaube, sie friert. Vielleicht sollten wir freundlicher zu ihnen sein. Nimm jetzt die Schüssel. Nein, sie haben unsere Güte nicht verdient. Dann gehe ich zum Topf, hole was zu essen raus. Da. Lass sie essen. Was ist denn los? Vielen Dank. Versuch sie einfach zu ignorieren. Esst das. Ihr müsst hungrig sein. Danke. Das ist sehr freundlich. Warum gibst du ihr Suppe? Dreck! Das ist es, was sie fressen sollte. Wollt ihr, dass sie verhungert? Bitte, fangt keinen Streit an. Seid so freundlich. Andere hätten mich sterben lassen. Die Leute hören mir nicht zu. Meine Begleiter haben nicht mal bemerkt, dass ich fehle. Wer? Mein Ehemann und sein Gefolge. Einen feinen Gatten habt ihr da. Mein erster Mann war ähnlich. Deshalb sind wir geschieden. Geschieden? Ach, er ist einfach nicht mehr er selbst, seit seine Mutter... Vielleicht verstehst du jetzt, was Verlust bedeutet. Und was ihr Leute uns angetan habt. Hört auf damit! Seht ihr nicht, dass es ihr schlecht geht? Woher kennen sie euch? Warum sagen die solche Dinge? Ich bin es gewohnt. Ich schätze, das ist eben so, wenn der Mann ein solches Amt bekleidet. Er muss eine Menge Dinge tun, die den Leuten nicht gefallen. Und manchmal erkennen sie mich auch. Moment. Ach ja, das ist er. Ist euer Mann der Graf von Shiring? Ist euer Mann der Graf von Shiring? Ich dachte, ihr wüsstet das. William Hamley. Oh bitte, lasst mich nicht auch noch im Stich. Ich schwöre, ich bin nicht. Ich kann nicht. Warum habt ihr ihn geheiratet? Was für ein Mann ist er, dieser Turner? Warum habt ihr ihn geheiratet? Komm. Ich kannte ihn, als ich ein Mädchen war. Wirklich? Warum habt ihr ihn geheiratet? Meine Eltern haben die Heirat arrangiert. Und es war eine Ehre, ausgewählt zu werden. Was für ein Mann ist aus ihm geworden?
Ich verabscheue ihn von ganzem Herzen. Oh jo, dann. Woher kanntet ihr ihn? Ich bin direkt. Er wollte mich heiraten, als ich etwa in eurem Alter war. Ich schätze, er mag junge Mädchen, ganz gleich wie alt er wird. Ihr solltet ihn auch heiraten? Wieso habt ihr es nicht getan? Er war eine Bestie. Also weigerte ich mich. Ihr habt ihn abgewiesen. Es führte zu viel Leid. Ihr seid so mutig. Ich wünschte, ich wäre wie ihr. Aber ich kann mich nicht einmal gegen die Diener behaupten. Tut nicht so, als hättet ihr keinen Anteil an dem ganzen Unheil. Seit Jahren zieht er durchs Land, um zu plündern, vergewaltigen und zu töten. Es tut mir leid. Er ist kein Graf. Nach allem, was er uns genommen hat, sollten wir ihm auch etwas nehmen. Sie hat damit nichts zu tun. Wagt es nicht, sie anzurühren. Könnt ihr nicht sehen, dass auch sie eines seiner Opfer ist? Mitgefangen, mitgehangen. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, was es heißt, mit jemandem wie Hamley vermählt zu sein? Die Erniedrigung. Die Gewalt. Und das jeden Tag. Es tut mir so leid. Ich weine, weil ihr auch wisst, wie es ist. Ich weiß genug, um eine Vorstellung von eurem Schmerz zu haben. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Aber wo soll ich denn bitte mein Pferd anbinden? Oh nein. Oh, es ist Walter. Er sucht nach mir. Gib ihr den Dolch, gib ihr Ratschläge, sage nichts, komm mit mir nach Kingsbridge. Gib ihr den Dolch. Schnell, nehmt das. Das sollte gehen. Walter. Schau mal an. Lange nicht mehr gesehen. William wäre sehr erfreut, wenn ich ihm deinen Kopf brächte. Selbst nach all diesen Jahren. Nein! Tu ihr nichts! Ohne sie wäre ich jetzt tot. Sie hat mich vor dem Sturm gerettet. Ach, hat sie? My Lady, wir müssen zurück zur Burg. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Ich lasse sie nicht zurückgehen. Ist schon gut. Ihr braucht euch nicht für mich zu opfern. Danke, dass ihr mich gerettet und vor diesen Leuten geschützt habt. Jetzt kommt. Wir müssen weiter. William wartet. Untersuchen Williams Ehefrau. Aber bevor ich das mache, muss ich mich jetzt verabschieden. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.